Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Erfolgsgeschichten der Medizin. Ich bin heute zu Gast hier in der Swiss Mountain Clinic und habe da eine Dame gefunden, die ebenfalls eine traurige Geschichte zu erzählen hat. Aber mein Ziel ist es in der Dokumentation von der heutigen Sendung zu Ihnen, dass Sie zu Hause vielleicht die Chance haben, vielleicht eine Abkürzung zu finden durch das Gespräch mit meinem Gast, der natürlich auch auf der Suche war nach einem gangbaren Weg, um aus dieser Kaskade herauszukommen. Und ich bin ganz gespannt, was sie uns alles zu erzählen hat und freue mich, wenn Sie dabei bleiben. Bis gleich. Und da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast vorstellen, die Frau Ilsa Brunold. Ganz herzlich willkommen, liebe Frau Brunold. Hallo. Und vielen Dank, dass Sie uns Ihre Geschichte anvertrauen wollen. Ich weiß, es ist immer hart, nochmals da reinzufühlen in die Situation, wie das Ganze angefangen hat. Und dann möchte ich gerne Ihnen das Wort überlassen. Was ist denn passiert? Im September 2020 hatte ich einen Schlaganfall. Und das Ganze hat eigentlich sich schon, das habe ich schon gespürt, also den Schlaganfall nicht, aber mir ging es 2 Jahre vorher schon gar nicht gut. Und zwar vom Magen-Darm-Bereich. Da spürte ich immer, da hatte ich Probleme mit der Verdauung. Entweder war ich nach dem Essen extrem müde, da musste ich mich gleich schlafen legen, oder ich habe etwas überhaupt nicht, es ist mir gar nicht gut bekommen und ich musste fast erbrechen und teilweise habe ich auch keine Luft mehr bekommen. Ja, so ist es eigentlich weitergegangen. 2 Jahre lang? 2 Jahre lang. Oh Mist, und waren Sie da mal zum Arzt gegangen? Ja, ich bin leider Gottes keine Arztgeherin. Mhm. Ich versuche das immer alles selber zum irgendwo einzuordnen. Mhm. Dann bin ich schon drauf gekommen, irgendwas muss da sein, eine Allergie. Auf alle Fälle war es dann so, dann habe ich so extrem abgenommen. Er hatte immer ungefähr so 65 Kilo. Dann hat sich das so dahin geweitet. Dann bin ich auf 40 Kilo runter. Nein! Ja. Haut und Knochen, ne? Ja, ich konnte gerade mal noch 50 Meter gehen und dann war ich einfach zu schwach. Und dann... Und da waren Sie immer noch nicht beim Arzt? Dann bin ich aber zum Arzt. Gut. Und dann, ja, da hat er natürlich gesagt, katastrophal alles, die Leber, die Nieren, das Herz, ja. Und dann hat er mir... Der Blutdruck war auch gar nicht gut. Und dann hat man das Ganze, hat sich eigentlich relativ gut erholt. Dann habe ich ein Medikament gekriegt, damit ich wieder essen kann. Das waren so Enzymtabletten. Ja, die haben mir am Anfang geholfen, aber jetzt nicht über. Also ich hatte nie das Gefühl, das ist es eigentlich. Ja gut, dann muss ich einige im Kantonsspital St. Gallen musste ich dann einige Sitzungen machen. Und zwar hat man geglaubt, dass der hohe Blutdruck von meinen Nebennieren kommt. Und dann hat man getestet, ob das eventuell ein Tumor sein könnte. War es dann aber Gott sei Dank nicht. Ja, und dann bin ich eigentlich vom Kantonsspital entlassen worden mit der Rezeptur für den Bluthochdruck. Ja, und die habe ich dann genommen und im September war der Schlaganfall. Also Sie haben es eigentlich gespürt, dass was nicht in Ordnung ist? Und ja, durch die ganze extreme Gewichtsabnahme habe ich gespürt, irgendwas stimmt nicht. Aber Sie hatten eigentlich keine Diagnostik, nichts. Sie haben nur Bluthochdruck senken, aber das hat doch jetzt nichts mit dem Abnehmen doch, die Enzymtabletten, die habe ich bekommen, damit ich die Nahrung wieder besser verwerten kann. Das war der Zusammenhang. Anscheinend sind die Enzyme dafür
bei mir nicht vorhanden, damit ich die Enzymtabletten gekriegt habe. Mhm. Wobei ich sagen muss, es hat jetzt nicht wahnsinnig viel bewirkt. Mhm. Aber Sie sehen mir jetzt nicht aus wie hinter 40 Kilo mehr. Im Moment nicht, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also es hat jetzt wieder aufgebaut, mit dem Gewicht zumindest, aber der Schlaganfall ist trotzdem passiert. Der Schlaganfall ist passiert und vor allem letztes Jahr war dann noch der Fall, dass mein Partner gestorben ist. Und das ist natürlich bei einem Schlaganfall, ist das, wie soll ich sagen, das ist alles, das zieht einem runter. Das ist, ich meine, ein Tod nimmt, ist immer schwer. Aber das war dann eigentlich so, dass mir das richtig kaputt gemacht hat. Ja. Ich habe Sie vorhin gesehen, wie Sie ins Studio jetzt gekommen sind, hier in so unserem Außenstudio. Sie haben ja Gehprobleme jetzt noch. Sind das noch die letzten Probleme, die Sie haben oder von diesem Schlaganfall? Oder gibt es noch mehr Störungen? Oder? Ich meine, es ist ja schön, dass man es überlebt hat überhaupt. Schlaganfall. Ich weiß nicht, ob Überleben so schön ist. Wenn man vorher ganz was anderes kennt und anderes macht. Ja. Mhm. Ich bin eigentlich immer ein aktiver Mensch gewesen. Ja. Mhm. Das kann ich nicht mehr. Meine Lebenserfahrung zeigt immer wieder, nichts wird einem so als Zufall gespiegelt. Und manchmal ist das gezwungen werden, um mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen und ja, vielleicht auch die hektischen Phasen des Lebens so ein bisschen zu betrachten, dass es wieder ins Gleichgewicht kommt. Vielleicht haben Sie da irgendwo dann auch den Vorteil, mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und weil ich glaube nicht, dass das ein Vorteil ist. Mhm. Es ist eine komplett andere Lebensweise. Komplett anders. Und ich muss wahrscheinlich innerlich mehr zur Ruhe kommen, weil momentan bin ich absolut nicht in der Ruhe. Überhaupt nicht. Immer noch. Ich bin immer noch auf dem Weg der Hoffnung. Aber hier in der Klinik und durch Frau Dr. Wichel habe ich natürlich vieles verstanden. Mhm. Und es ist, eigentlich bin ich hier Jahre zu spät. Wenn ich hier vor 5 Jahren gewesen wäre, wäre es super. Hat sie denn hier schon etwas herausgefunden, was denn die Ursache war? Und vor allem durch die Essgewohnheiten ist es eigentlich so gewesen, wie soll ich sagen, durch die Esserei ist bei mir, dass alles glutenfrei ist bei mir alles besser geworden. Mhm. Da ist zum Beispiel das ständige Gefühl im Magen-Darm-Bereich nicht mehr vorhanden. Also hatten Sie war Glutenunverträglichkeit? Ja. Ach. Und es ist eigentlich, wie soll ich das nennen, es waren keine Bauchschmerzen, aber es war immer so ein Unwohlsein. Als ob irgendwas Abnormales im Bauch ist. Mhm. Etwas, was nicht reingehört. Also, ja. Einfach unmöglich. So. Nicht so, dass irgendwie ganz schlecht gewesen wäre, es war mir einfach nie wohl. Nach dem Essen war mir nie wohl. Und jetzt lassen Sie einfach die Gluten weg. Ist das die einzige Umstellung gewesen jetzt? Eigentlich schon, ja. Boah, wirklich. Und jetzt fühlt es sich viel, viel besser. Diese Magengefühle sind nicht mehr da, sie nehmen wieder Gewicht zu. Also Gewicht kann ich jetzt nicht sagen, weil Gewicht nehme ich im Moment sicher nicht zu, denn einige Reparaturschäden natürlich noch länger dauern, oder? Aber ich fühle mich wenigstens nach dem Essen nicht mehr so schlapp, so müde. Ja, das ist, und das Unwohlsein, das ist weg. Und ich meine, ich kann jetzt im Moment nicht übermäßig essen. Mhm. Das kann ich nicht, also, ja.
aber eigentlich nur Gluten. Das ist schon verrückt. Mhm. Das höre ich immer wieder. Mhm. Das heißt, also für Sie jetzt, für alle Menschen da draußen, die jetzt gerade zusehen, sollte eigentlich dieses Gefühl des Unwohlseins nach dem Essen, dieses Füllegefühl oder diese Übelkeit ernst nehmen. Ja. Und wirklich vielleicht mit dem Arzt mal abtesten, ob er seine Glutenunverträglichkeit ist. Ich habe zum Beispiel im Moment überhaupt kein Völlegefühl. Überhaupt nicht. Also das ist für mich richtig angenehm. Ich bin nicht müde nach dem Essen. Ich habe kein Völlegefühl. Es rumort nichts im Bauch. Es ist richtig, ja, herrlich im Grunde genommen. Ja. Darf ich noch fragen, wegen dem Schlaganfall jetzt auch, das ist vielleicht auch etwas, was wir uns alle nie wünschen und niemanden wünschen, oder? Sie sagen, Sie haben es jetzt zwar überlebt, Sie sind nicht sicher, ob Sie das gut finden oder nicht gut finden. Ich bin froh, dass Sie da sind, denn nur durch das ist es jetzt zum Beispiel auch möglich, den Zuschauern einmal zeigen, dass es möglicherweise das Gluten war, aus ihrer Sicht sehr gar überzeugend sogar. Das können wir ja nicht transportieren, niemandem was sagen. Und vielleicht sind es jetzt 100 Leute, die darauf achten und sagen, ich setze die Gluten ab und die kommen vielleicht in den Genuss keines solchen Schlages. Und das ist ja dann auch wieder schön, das Gute, ja. Oder? Und wie geht es mit Ihrem Genesungsweg jetzt weiter? Ja, jetzt durch einen Bekannten, gut Bekannten von mir, bin ich eigentlich in die Klinik kommen. Mhm. Und es ist eigentlich für mich, Frau Dr. Wichelt hat mir jetzt irgendwo einen Ansatz gegeben zum Kämpfen, zum Weitermachen. Mhm. Sie hat schon viel, viel Empathie und Lebenskraft, dass sie da vermittelt. Und das braucht man als Patient eben auch, wieder mal eine Person zu haben, die einen mitreißt und sagt, wir gehen den Weg gemeinsam, oder? Und vor allem, jetzt ist mir eigentlich klar, wie viel das der Darm beim Menschen ausmacht. Mhm. Wie extrem wichtig der Darm ist. Wir müssen ihn eigentlich pflegen und verwöhnen. Mhm. Aber die heutige Ernährung ist natürlich, ja. Schlimm, ich weiß es schon, ja, ja. Also da ist das natürlich auch etwas, meine, die Leute schauen Ihnen jetzt gerade zu. Wie soll denn aus Ihrer Sicht her die Ernährung sein? Was sollen Sie darauf achten? Ich habe eigentlich immer gesund gekocht. Ich habe Gemüse, Fleisch, Fisch, alles war auf der Karte, aber natürlich auch Lebensmittel mit viel Gluten. Mhm. Und eigentlich hätte ich spüren sollen, sobald ich Brot gegessen habe, war es so, dass man hinterher nicht mehr gut war. Und da zählen ja viele Sachen dazu, oder? Das ist nicht nur Brot, das ist überall, wo Mehl drin ist, oder? Aber dass das so extrem ist bei mir, das habe ich ja nicht geglaubt, oder? Aber es ist so. Also wir haben Ärzte schon gesagt hier im Studio, niemand mag Gluten vertragen. Jeder hat eigentlich eine Unverträglichkeit. Nur die einen geht es besser und die anderen weniger gut. Mhm. Aber wir wären alle gut beraten, generell darauf zu verzichten. Aber eben, Sie sagen es ja, Brot, Nudeln, Pizza, alle diese Dinge, die eigentlich zu einer großen Vielzahl eigentlich unsere Lebensmittel ausmachen, darauf zu verzichten, will eben niemand. Also ich würde sehr gern. Ich hätte sehr gern, ich war nie, ja gut, ich habe mich einfach im Grunde genommen falsch ernährt. Das konnte man hat ja, wenn man sich jetzt glutenlos ernährt, hat man ja eine riesige Menge, wo man essen kann. Man sollte das eigentlich, wie soll ich sagen, vorgespielt kriegen, was passieren kann, oder? Es ist eigentlich, unser Darm macht da nicht mit. Und es ist vor allem in einem Alter, ich bin jetzt 62, und es ist nicht gestern erst passiert. Das ist, ich glaube, ab 50 fängt der Stoffwechsel einfach anders an, und da ist bei mir passiert.
tut mir jetzt auch leid, mit 62 und schon einerseits den Mann verloren zu haben und auf der anderen Seite noch einen Schlaganfall erlitten zu haben und erst 62. Mein Gott, Sie haben noch 25 Jahre vor sich, oder? Nein, will ich gar nicht. Ah, nee. Es kommt alles gut und besser, als Sie glauben. Nichts passiert aus Zufall. Und nochmals, ich kann Ihnen von ganzem Herzen wünschen, dass diese glutenfreie Ernährung jetzt wirklich Ihnen auch die Lebenskraft gibt. Ganz, ganz viel Lebenskraft. Danke. Ja, und danke. Dann einfach auch noch was für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich höre es leider immer wieder. Diese Gluten können viel mehr an uns bewirken, als uns lieb ist. Und ich höre es immer wieder, wir sollten aufhören, das zu essen oder viel, viel mehr reduzieren. Es gibt auch ganz, ganz gute andere Produkte, Ersatzprodukte. Ich habe jetzt zum Beispiel Nudeln gefunden, die schmecken wirklich wie Nudeln. Ich finde den Unterschied fast nicht heraus. Oder hier in der Klinik habe ich eine Pizza gekriegt. Das war sensationell. So eine leckere Pizza, aber auch wieder ohne Weizenprodukte drin. Also es geht, das ist alles ein bisschen mühsamer, aber es geht. Ja, und das können wir nur so appellieren an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn Sie das Gefühl haben, wie unserem Gast heute, dass Sie sich da nicht mehr wohlfühlen, dann bitte, bitte versuchen Sie mal Gluten wegzulassen und schauen Sie dann, wie es Ihnen geht. Und wenn es Ihnen besser geht, dann lassen Sie es dabei, belassen Sie es dabei. Ja? Ja, ganz herzlichen Dank für dieses kurze Interview und alles, alles Gute für die Zukunft. Ja? Danke. Danke. Und Ihnen auch. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.